Sie beklagen sich über diesen speziellen Film. Warum machen Sie nicht Ihre eigenen Filme? Dann könnten Sie alles so machen, wie Sie es wollen. Jetzt machen Sie mich wirklich wütend. Ich will Ihnen schlicht und einfach erzählen, dass ich versucht habe, dem amerikanischen Publikum einen Film über die amerikanischen Indianer zu präsentieren und über die Art, wie wir als Nation Völkermord auf ihnen verübt haben. Man hat mir gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. And I have been told to go take a flying, you know what, a rolling donut. Is that true? Stimmt das? Ja, das stimmt. 10 Jahre lang habe ich es versucht. Ich habe X Drehbücher geschrieben, bin zu allen möglichen Fernsehstationen und Filmstudios damit gegangen. Sie wollten nichts davon wissen. Das kann ich nicht glauben. Sie wollen nichts davon wissen, dass Amerika eine Politik des Völkermordes betrieben hat. General Grant, einer unserer großen Helden, hat zur Zerstörung, zur Ausrottung der Indianer aufgerufen. Aber Sie könnten das Geld auftreiben. Warum meinen Sie, dass Sie das Geld nicht zusammenbekämen? Wie kommen Sie darauf, dass ich das Geld zusammenbrächte? Ich kann Jeff Barbico nicht davon überzeugen, selbst wenn ich Ihnen sogar 10 Millionen oder 7 Millionen Dollar geben würde. Wissen Sie überhaupt, wie viel Zeit, Energie, Mühe und Kampf ich darauf verwendet habe, damit dieser Film vernünftig präsentiert wird? Und dann gerate ich an so einen Bauerntrampel von Produzenten, der meint, es wäre besser, entspräche mehr den finanziellen Interessen des Unternehmens. Wir haben die Geschäftsführung von MGM gebeten, auf Brandos Vorwürfe zu antworten. Sie hatten nichts zu sagen. Pig, Polack, disgusting, vulgar, greasy. Those kind of words have been on your tongue and your sister's tongue is too much around here. Who do you think you are, a pair of queens? I just remember what Huey Long said, that every man's a king and I'm the king around here. And don't you forget it. So oft war ich gar nicht auf der Leinwand im Lauf von 40 Jahren. Ich habe ungefähr 32 Filme oder so gemacht. Das ist nicht besonders viel. Warum haben Sie in den letzten 9 Jahren nicht gearbeitet? Weil ich es lästig und mühsam finde. Ich finde, Schauspielen befriedigt mich nicht. Schreiben interessiert mich viel mehr. Ich habe ein eher kontemplatives Leben geführt, habe versucht herauszufinden, was ich eigentlich machen will. Wusste es nie. Aber ich finde mehr Befriedigung im Schreiben und in anderen Dingen. Zum Beispiel? Ich interessiere mich für alles. Ich glaube, es gibt nichts, wofür ich mich nicht interessiere. Ich habe stundenlang Ameisen beobachtet. Wie sie meine Spüle rauf und runter geklettert sind und die Krümel weggeschleppt haben. Ich habe mich gefragt, wo sie hergekommen sind. Bei kaltem Wetter kommen sie rein. Das war es, was Sie 9 Jahre lang gemacht haben? Nein, ich habe eine Menge Sachen gemacht. Vergessen Sie nicht, ich habe 9 Kinder und da gibt es alles Mögliche zu tun. Sie sind gerade wieder Vater geworden. Hm? Sie sind gerade wieder Vater geworden. Ja, ich habe eine kleine Tochter. Erzählen Sie mir von ihr. Nein, ich sehe keinen Grund. Wenn es irgendetwas gibt, das einen den Magen umdreht, dann wenn Schauspieler im Fernsehen über ihr Privatleben reden. Eine Stunde lang redet da einer nur über sich selbst und man ist völlig erschöpft. Taumelt zur Tür und fällt in den Flur. Auf der verzweifelten Suche nach Erleichterung.
fall down in the hallway, seeking some kind of relief. You said that in the last 9 years. Sie haben gesagt, dass Sie in den letzten 9 Jahren danach gesucht haben, was Sie wirklich wollen. Ja. Sind Sie zu einem Schluss gekommen? Sind Sie? Wollten Sie je so etwas wie ein National Theater aufbauen? Wir haben keine Kultur in diesem Land. In diesem Land gibt es keine Kultur und... Warum sagen Sie das? Es gibt fast nirgendwo auf der Welt irgendwelche Kultur. Wo sind die Künstler, Maler, Denker, Philosophen der Gegenwart? Wo sind sie? Können Sie sich vorstellen, dass es in Griechenland in einem Zeitraum von nur 150 Jahren Sophokles, Plato und so viele andere mehr gab? Könnten Sie das nicht ins amerikanische Theater einbringen? Das ist eine ungeheure Anmaßung. Die Leute werfen mit dem Wort Künstler um sich, als wäre es ein Fußball. Es gibt keine wirklichen Künstler. Es gibt bloß Leute wie Sie und mich, die Geld verdienen. Ich habe Ihnen nicht vorgeworfen, ein Künstler zu sein. Ich habe Sie bloß gefragt, ob Sie nicht Shakespeare für uns auf die Bühne bringen könnten. Warum hat es in diesem Land nie ein National Theater gegeben? Das, was einem National Theater bei uns am nächsten kam, waren Orson Welles, John Houseman und das Group Theater. Und sie sind kläglich gescheitert. Haben Sie sich je überlegt, dass Sie das Ansehen und die Macht besitzen, so etwas hier aufzubauen? Nein, habe ich nicht. Warum sind Sie nach Endstation Sehnsucht nicht mehr am Broadway aufgetreten? Ich möchte Sie fragen, warum Sie Ihr linkes Bein über Ihr rechtes geschlagen haben und nicht umgekehrt. Wissen Sie warum? Ist das so einfach? Ja, so einfach ist das. Warum haben Sie nach der Fliege geschnappt, die mich gestört hat? Warum haben Sie das zweimal und nicht fünfmal getan? Sie wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht. Gleiche Antwort. I don't know either. Same answer. I have an answer. Sie wollen nichts davon wissen, dass Amerika eine Politik des Völkermordes betrieben hat. General Grant, einer unserer großen Helden, hat zur Zerstörung, zur Ausrottung der Indianer aufgerufen. Aber Sie könnten das Geld auftreiben. Warum meinen Sie, dass Sie das Geld nicht zusammenbekämen? Wie kommen Sie darauf, dass ich das Geld zusammenbrächte? Ich kann Jeff Barbico nicht davon überzeugen, selbst wenn ich Ihnen sogar 10 Millionen oder 7 Millionen Dollar geben würde. Wissen Sie überhaupt, wie viel Zeit, Energie, Mühe und Kampf ich darauf verwendet habe, damit dieser Film vernünftig präsentiert wird? Und dann gerate ich an so einen Bauerntrampel von Produzenten, der meint, es wäre besser, entspräche mehr den finanziellen Interessen des Unternehmens. Wir haben die Geschäftsführung von MGM gebeten, auf Brandos Vorwürfe zu antworten. Sie hatten nichts zu sagen. Now that's how I'm gonna clear the table. Don't you ever talk that way to me. Pig, Polack, disgusting, vulgar, greasy. Those kind of words have been on your tongue, and your sister's tongue is too much around here. Who do you think you are, a pair of queens? I just remember what Huey Long said, that every man's a king, and I'm the king around here. And don't you forget it. I wasn't on the screen that much over... So oft war ich gar nicht auf der Leinwand im Lauf von 40 Jahren. Ich habe ungefähr 32 Filme oder so gemacht. Das ist nicht besonders viel. Warum haben Sie in den letzten 9 Jahren nicht gearbeitet? Weil ich es lästig und mühsam finde. Ich finde, Schauspielen befriedigt mich nicht. Schreiben interessiert mich viel mehr. Ich habe ein eher kontemplatives Leben geführt, habe versucht herauszufinden, was ich eigentlich machen will. Wusste es nie. Aber ich finde mehr Befriedigung im Schreiben und in anderen Dingen.
Zum Beispiel? Ich interessiere mich für alles. Ich glaube, es gibt nichts, wofür ich mich nicht interessiere. Ich habe stundenlang Ameisen beobachtet. Wie sie meine Spüle rauf und runter geklettert sind und die Krümel weggeschleppt haben. Ich habe mich gefragt, wo sie hergekommen sind. Bei kaltem Wetter kommen sie rein. Das war... Nein, ich sehe keinen Grund. Wenn es irgendetwas gibt, das einem den Magen umdreht, dann wenn Schauspieler im Fernsehen über ihr Privatleben reden. Eine Stunde lang redete einer nur über sich selbst und man ist völlig erschöpft. Taumelt zur Tür und fällt in den Flur. Auf der verzweifelten Suche nach Erleichterung. Sie haben gesagt, dass Sie in den letzten 9 Jahren danach gesucht haben, was Sie wirklich wollen. Ja. Sind Sie zu einem Schluss gekommen? Sind Sie? Wollten Sie je so etwas wie ein National Theater aufbauen? Wir haben keine Kultur in diesem Land. In diesem Land gibt es keine Kultur und... Warum sagen Sie das? Es gibt fast nirgendwo auf der Welt irgendwelche Kultur. Wo sind die Künstler, Maler, Denker, Philosophen der Gegenwart? Wo sind sie? Können Sie sich vorstellen, dass es in Griechenland in einem Zeitraum von nur 150 Jahren Sophokles, Plato und so viele andere mehr gab? Könnten Sie das nicht ins amerikanische Theater einbringen? Das ist eine ungeheure Anmaßung. Die Leute werfen mit dem Wort Künstler um sich, als wäre es ein Fußball. Es gibt keine wirklichen Künstler. Es gibt bloß Leute wie Sie und mich, die Geld verdienen. Ich habe Ihnen nicht vorgeworfen, ein Künstler zu sein. Ich habe Sie bloß gefragt, ob Sie nicht Shakespeare für uns auf die Bühne bringen könnten. Warum hat es in diesem Land nie ein National Theater gegeben? Das, was einem National Theater bei uns am nächsten kam, waren Orson Welles, John Houseman und das Group Theater. Und sie sind kläglich gescheitert. Haben Sie sich je überlegt, dass Sie das Ansehen und die Macht besitzen, so etwas hier aufzubauen? Nein, habe ich nicht. Warum sind Sie nach Endstation Sehnsucht nicht mehr am Broadway aufgetreten? Ich möchte Sie fragen, warum Sie Ihr linkes Bein über Ihr rechtes geschlagen haben und nicht umgekehrt. Wissen Sie warum? Ist das so einfach? Ja, so einfach ist das. Warum haben Sie nach der Fliege geschnappt, die mich gestört hat? Warum haben Sie das 2-mal und nicht 5-mal getan? Sie wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht. Gleiche Antwort.